Ihr habt hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe Mandanten von uns kennengelernt, die vor einigen Jahren begonnen haben, Vermögensaufbau mit Immobilien zu starten und die berichtet haben, was sich seitdem entwickelt hat. Aber lohnt sich der Einstieg für euch auch heute noch? Wie rechnet sich heute eine vermietete Wohnung? Und habt ihr auch heute noch die Chance, mit nur 15.000 Euro Eigenkapital, wie es unser Mandant im letzten Video geschildert hat, eine vermietete Wohnung zu finanzieren? Die Antworten darauf und ein konkretes Berechnungsbeispiel seht ihr hier im Video. Willkommen hier auf dem YouTube-Channel der AMS Firmengruppe. Mein Name ist Heiko Kleschewski und ich begrüße euch auch im Namen unseres gesamten Teams und meines Geschäftspartners Alexander Quoos. Im letzten Video habt ihr einen Mandanten von uns kennengelernt, der vor 8 Jahren mit uns mit dem Vermögensaufbau mit Immobilien begonnen hat, also die erste Wohnung gekauft hat, mit nur 15.000 Euro Eigenkapital und der davon berichtet hat, wie der Start so war, was für Erwartungen er hatte, was für Sorgen er auch hatte und wie sich das seitdem entwickelt hat. Also wie er mit Hilfe unserer umfangreichen Betreuung, die wir seit über 15 Jahren unseren Mandanten anbieten, mittlerweile Immobilienmillionär geworden ist. Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, damals hätte ich das auch gemacht, aber heute sieht das ja ganz anders aus. Unsere Erfahrung ist die, dass Mandanten, die es heute nicht machen, es auch damals nicht gemacht hätten. Denn die Sorgen und Erwartungen und Ängste, die mit so einer Investition verbunden sind, sind die gleichen. Und letztendlich gehört heute wie auch damals Mut dazu, den ersten Schritt zu tun, einfach zu starten. Doch immer wieder hören wir in Beratungsgesprächen ähnliche Einwände. Wie hoch ist denn heute die monatliche Belastung? Haben die Banken nicht höhere Anforderungen an das Eigenkapital und an die Tilgung? Deshalb haben wir ein konkretes Zahlenbeispiel vorbereitet, eine Berechnung, die wir letzte Woche mit einem Mandanten hier im Büro durchgegangen sind, mit dem wir nächste Woche besichtigen, also ganz, ganz aktuell. Und einer unserer Kollegen hat eine kleine Animation dazu vorbereitet und wird die mit euch jetzt durchgehen und euch präsentieren. Ich wünsche viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich wieder. Monatliche Betrachtung für eine vermietete Immobilie im März 2018. Unser Kunde, nennen wir ihn Peter, kauft eine Wohnung in einem schönen Mehrfamilienhaus im Grünen gelegen in Berlin-Pankow. Die Wohnung ist vermietet, hat 2 Zimmer und einen Stellplatz. Die Mieter sind glücklich, denn AMS betreut sie. Es gibt klare Absprachen und Regeln, an die sich beide Seiten halten. Und so zahlen sie immer pünktlich ihre Miete. Die Kaltmiete beträgt 528 Euro und fließt in Peters Portemonnaie. Peter hat die Wohnung finanziert. Für 1,9% den vollen Kaufpreis. Und so zahlt er Zinsen in Höhe von 281 Euro monatlich an die Bank. Außerdem fallen für die Wohnung regelmäßige Kosten an, die nicht von den Mietern gedeckt werden. In Höhe von 72 Euro, nämlich für die Verwaltung und für die Instandhaltung. Weil Peter jetzt Vermieter ist und der Allgemeinheit Wohnraum zur Verfügung stellt, bekommt er einige Steuervorteile. So kann er die Finanzierungszinsen und die Kosten mit der Mieteinnahme verrechnen und einen Teil des Kaufpreises jährlich abschreiben. Die jährliche Steuererstattung, heruntergerechnet auf den Monat, beträgt für ihn 14 Euro. Alles zusammengerechnet bleiben so 189 Euro monatlich in seinem Portemonnaie übrig. Peter hat mit der Bank eine Tilgung der Finanzierung in Höhe von 2% pro Jahr vereinbart. Das entspricht am Anfang 296 Euro monatlich. Abzüglich seines Überschusses von 189 Euro bleibt für ihn somit nur eine monatliche Investition von 107 Euro. Ist das nicht sensationell? Bei einer vermieteten Wohnung in Berlin könnt ihr bei der AMS einen Überschuss von Anfang an erzielen von 189 Euro monatlich. Und dieser Überschuss hilft euch dann, die Tilgung bei der Bank zu zahlen. Unterm Strich bleiben nur 107 Euro monatlich Zuzahlungen übrig. 107 Euro, das ist ein Sparplan oder eine Rate bei einem ETF-Sparplan.
Also durchaus vergleichbar. Aber wie entwickelt sich das nach 10 Jahren? Wie sieht es beim ETF-Sparplan aus? Und wie sieht das bei der Immobilie aus? Seid gespannt und bleibt dabei. Die Antworten seht ihr jetzt. Schauen wir uns einmal das große Bild an. Was ist in 10 Jahren? Peter hat bis dahin 11.660 Euro investiert. Das entspricht durchschnittlich monatlich 97 Euro, weil wir davon ausgegangen sind, dass in dieser Zwischenzeit die Miete zweimal um jeweils 5% angehoben werden kann. Außerdem hatte er außergewöhnliche Kosten, zum Beispiel für Reparaturen in der Wohnung oder sonstige unvorhersehbare Dinge. Aus unserer Erfahrung heraus können wir sagen, dass diese Kosten im Durchschnitt bei 500 Euro für 10 Jahre liegen, aber wir haben lieber mit einer höheren Summe kalkuliert. Hinzu kommen noch die Erwerbsnebenkosten in Höhe von 14.200 Euro, die im Zuge des Kaufs der Wohnung angefallen waren, nämlich für Notar- und Gerichtskosten sowie für die Grunderwerbsteuer. Maklergebühren fallen bei uns nicht an, weil wir als AMS Eigentümer der Wohnungen sind, die wir unseren Kunden weiterverkaufen. Eine deutliche zusätzliche Kostenersparnis für unsere Kunden, denn an Standorten wie Berlin können die Maklergebühren leicht 7% oder mehr betragen. Peter hat diesen Betrag seinerzeit aus seinem Eigenkapital bezahlt. Damit ist auch die Frage beantwortet, wie viel Eigenkapital er einsetzen musste. Alles zusammengenommen hat Peter in diesen 10 Jahren also 27.860 Euro investiert. Schauen wir uns nun an, was aus der Wohnung geworden ist. Er hat sie gekauft für den Preis von 177.500 Euro. Bei einer angenommenen Wertsteigerung von 2,5% pro Jahr, was nur knapp über der Inflation liegt und an Standorten wie Berlin auf jeden Fall wahrscheinlich ist, beträgt der Wert der Wohnung nun nach 10 Jahren 227.215 Euro. Was ist aus der Bankfinanzierung geworden? Damals hat er 177.500 Euro ausgeliehen. Durch die Tilgungen ist dieser Betrag auf 139.851 Euro gesunken. Schauen wir uns also das Endergebnis an. Der Wert der Wohnung nach 10 Jahren, abzüglich der gesamten eigenen Investition und der Restschuld der Bank. Und das Ergebnis ist ein Plus von 59.504 Euro. Übrigens, wagen wir doch mal eine kleine Vergleichsrechnung. 14.200 Euro einmalig und 107 Euro monatlich angespart für 10 Jahre mit einer Nettoverzinsung von 4%, also schon nach allen Kosten und Steuern, ergibt immerhin 36.769 Euro. Ach nein, um es vergleichbar zu machen, müssten wir ja noch die eigene Investition wieder herausrechnen. So bleibt nur noch ein Plus von 9.729 Euro. Die Immobilie ist also mehr als 6-mal so effektiv. Ich hoffe, ihr seid genauso begeistert von diesem Ergebnis wie ich. Auf der einen Seite 59.000, fast 60.000 Euro Vermögenszuwachs durch die Immobilie, auf der anderen Seite 9.700 Euro durch den Sparplan. Wir haben mit 2,5% Wertsteigerung pro Jahr gerechnet in den nächsten 10 Jahren. Ich persönlich glaube, dass die Wertsteigerungen in Berlin höher sein werden. Und wir haben auch nur mit 2 Mieterhöhungen von jeweils 5% gerechnet. Nach unseren Erfahrungen der letzten 15 Jahre sind die Mietsteigerungen in Berlin auch wesentlich höher. Also insgesamt wirklich sehr zurückhaltend und vorsichtig kalkuliert. Ihr seht, es funktioniert auch heute noch. Man kann auch heute noch starten. Ausreden zählen da nicht. Ich möchte euch Mut machen, wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn ihr das wirklich vorhabt, Vermögen mit Immobilien aufzubauen, dann ins Handeln zu kommen. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie ihr ins Handeln kommen könnt, dann schreibt uns gerne eine Mail oder auch wenn ihr andere Fragen zum Thema Immobilien habt. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt das doch jetzt nach.
Hier erscheint jetzt gleich ein Button an meiner Seite. Da könnt ihr draufklicken und euch entsprechend eintragen. Ihr bekommt dann immer Nachrichten, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Immer freitags, 17 Uhr auf unserem Kanal. Folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Für heute bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und Zuhören und sage Tschüss und auf Wiedersehen, euer Heiko Kleschewski.